In dieser Lektion geht es um die Formatierung des Textes, das heißt um die Schriftart, Größe, Farbe, aber auch um den Zeilenabstand. Wenn du die Materialien entpackst, so hast du wiederum einen Ordner. Ich habe ihn auf den Desktop gelegt, der jeweils eine Word-Datei für jede Übung und die entsprechende Lösung im PDF-Format enthält, an der du dich orientieren kannst. Bevor wir nun mit der Formatierung dieses Textes beginnen, nehmen wir zuerst noch die Einstellung für die ganze Seite vor. Und zwar sollen die Seitenränder angepasst werden. Das machst du über Layout, Seitenränder und hier ganz unten benutzerdefinierte Seitenränder. Den oberen und unteren Rand belassen wir bei 2 cm, links hingegen lassen wir etwas mehr Platz mit 3,5 und rechts mit 2,5. Hier könntest du übrigens auch auf ein querformatiges Layout umsteigen und hier weiter unten hast du die Möglichkeit, die Seite für gegenüberliegende Seiten einzurichten. Das ist dann praktisch, wenn du dein Dokument doppelseitig ausdrucken möchtest und so eben abwechslungsweise den breiten Blattrand links oder rechts brauchst, je nachdem, ob es eine gerade oder eine ungerade Seite ist. Lassen wir jetzt aber im Moment so bestehen. Als nächstes könntest du noch das Papierformat einstellen. Mit A4 ist es bei mir aber jetzt goldrichtig und im letzten Reiter unter Layout kannst du zum Beispiel die Abstände für die Kopf- und die Fußzeile noch einrichten. Das wird gebraucht für zum Beispiel die Seitenzahlen. Mit OK wird das bestätigt und du siehst, jetzt haben wir eine etwas luftigere Gestaltung der Seite.